Dieser Hadith deutet darauf hin, dass verbotene Spenden nicht akzeptiert werden. Verbotene Spenden, Geld, das auf eine nicht legitime Art und Weise erwirtschaftet wurde, die Spenden sind nicht akzeptabel. Deswegen wird in einem Hadith überliefert, لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ. Allah Ta'ala akzeptiert keine Sadaqa aus dem Ghulul. Al-Ghulul ist alles Geld, das man auf eine nicht legitime Art und Weise erwirtschaftet hat. Was heißt das? Man darf das Geld behalten? Das heißt nicht, dass man es behalten darf. Das heißt aber, die wird nicht akzeptiert. Ja, nicht belohnt dafür. Aber du musst das loswerden. Du musst das weggeben. Und daraus entnehmen wir auch, dass wenn man das weggeben muss, du wirst es ja wahrscheinlich an eine Person geben. Ne? Darf die Person das nehmen? Darf die Person das nehmen oder nicht? Ja, sonst wirst du es nicht los. Verbrennen müssen wir es nicht. Weil das ist eine Verschwendung von Geld. Auch wenn manche das gesagt haben. Manche sagten, er soll es verbrennen. Aber das ist Verschwendung. Und die Scharia befiehlt keine Verschwendung. Also das heißt, er darf es dann auch nehmen. Er darf es annehmen. Ich habe hier mal etwas zusammengestellt, wie man vorgehen muss, wenn man ein verbotenes Einkommen hat. Und zwar verbotene Einnahmen oder Gelder, verbotene Einnahmen, Gelder oder Wertgegenstände. Situation 1, ist der Betrag bekannt, muss er an den Besitzer oder seine Erben ausgehändigt werden. Ist der Wert nicht bekannt, dann muss so hoch abgeschätzt werden, dass man eine starke Vermutung hat, keine Schuld mehr zu haben. Man weiß nicht mehr, waren das 100 oder 150 Euro. Was muss er machen? So hoch einschätzen, dass er mit einer Gewissheit davon ausgehen kann, dass seine Pflicht erfüllt. Okay, wer hat nicht bekannt, dann muss so hoch abgeschätzt werden, dass man eine starke Vermutung hat, keine Schuld mehr zu haben. Situation Nummer 3. Der Besitzer ist nicht auffindbar, dann muss man nach der Mehrheit der Rechtsgelehrten im Namen der Person spenden. Er gibt das Geld einfach aus, er spendet es in die Al-Masalih Al-Amma oder an Bedürftige oder für einen allgemeinen Nutzen wie in Schulen, Brückenbau oder sowas in der Art halt. Viertens, Person wurde nach der Spende auffindbar. Also du hast das Geld schon gespendet und nach der Spende wurde sie auffindbar, dann hat die Person ein Anrecht darauf, das Geld von dir zu verlangen. Na. No.